Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesenfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Mad Games Tycoon. Wir sind auch kräftig am Entwickeln von irgendwelchen Features. Uns geht langsam das Geld aus. Wir sollten mal zuschauen, dass wir hier ein bisschen Kohle verdienen. Wo ist denn unser Nickfrei? Den müssen wir mal hier rein und da muss man Auftragsarbeit machen. Jetzt wollen wir da 60.000 mehr haben. Der schafft das relativ schnell. Ja, wir haben eine Presse. Ach, das sind sogar Titel dabei, die man mal bringen könnte. Das hier zum Beispiel, das könnte man mal kaufen. The Red Hole. Das können wir sogar relativ schnell releasen. Ja, wir lassen uns mal 4 Wochen Zeit. Ja, Abzocker, wie wir sind, wir wollen ja Geld verdienen. 68er Wertung. Das Spiel hat was. So, Spiel produzieren, bin ich jetzt schon Fan von. Wir machen mal 100.000. Die passen ja ans Lager, ne? Ja. So, ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Also wir sind jetzt schon drin im Publishing. Wir haben noch nicht mal eine Marketing-Abteilung. Geschweige denn irgendwas anderes. Ich bin gerade mal am Gucken. Also Entwicklung haben wir, Chefbüro haben wir, Forschung haben wir, Qualitätssicherung haben wir. Haben wir Qualitätssicherung. Grafikstudio noch nicht, Soundstudio noch nicht, Motion Capturing noch nicht. Support sollten wir vielleicht mal anfangen für die Fans. Marketing sollten wir vielleicht mal anfangen, wenn wir selbst was reinhauen wollen hier. So, das ist Support. Also ich bin da auch relativ gechillt, gebe ich offen zu. Ich ziehe jetzt hier 2 Büros auf, wenn wir mehr Büros brauchen. Dann müssen wir umziehen. Auf Fuck. Große Büros kosten noch groß Geld. Ah, durch die Produktion. Ich muss ja die scheiße Produktion zahlen. Ich vergessen. Ja, wir gehen mal kurz ins Minus. Wurscht. In der Woche wird Spiel verkauft. Das wird sich schon so drehen. Also da holen wir die Kohle holen wir rein. So, Achtung. Los geht's. Und wir verkaufen. Hallo? Ja, ich wollte gerade sagen, wir kaufen direkt mal 3000 Stück oder 2800. Was ist denn hier los? Schlafwagen habe ich eingestellt. So, der kann hier entwickeln. Ja, da kommt doch schon Kohle zusammen. So habe ich mir das erhofft, wenn wir ein Spiel rausbringen. So, jetzt aber Marketing. Oh, brauchen wir noch ein paar Schreibtische für rein. Ich bin gerade am überlegen, welcher. Wir haben weiße, haben wir die? Wir haben die weißen, wir haben die, wir haben die. Hm. Können wir jetzt gemischt machen? Ne, ich würde sagen Edelholz für die Jungs hier. Das ist doof, das kriegen wir hier nicht hin. Machen wir es so. Also, 6 Schreibtische reingequetscht irgendwie. Und die edlen Weisen nehmen wir für die Jungs hier. Hier will ich ein bisschen anders agieren. Ich will mir noch ein bisschen Platz lassen. Ich glaube, 4 Tische reichen da auch erstmal. Denn wir könnten da durchaus das ein oder andere Problemchen bekommen. So, Personal einstellen. Wir suchen jemanden, der gut ist in Büroarbeit.
Das ist nicht nett, was die mit uns machen. Wir haben keine Toilette, deshalb haben wir auch keine Handlüfter. Aber eine Stehlampe kriegen wir organisiert. Wo stellen wir die hin? Da. So, da hat er seine Stehlampe. Dann stellen wir den mal hier ein. Wieso haben wir überhaupt so wenig Personal? Ich verstehe das nicht. So wenig Personalauswahl hatte ich ja schon selten nicht mehr. Schon lange nicht mehr. So, wir sind wieder bei 200.000 circa. Weil wir hiermit ganz gut Geld verdienen. Wir könnten mal versuchen, das Spiel hier ein bisschen zu pushen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Ja, wir haben natürlich auch noch Bugs drin. Das ist natürlich suboptimum. So, aber der ist gut, der ist gut. Nick Frey ist ein guter Entwickler. Der kriegt das durch. Der robbt da das Update runter. Der macht im Alleingang die Bugs raus und verbessert das komplette Spiel. Und das im Alleingang. Hallo? So, wir versuchen den Abverkauf jetzt nämlich nochmal hoch zu pushen. Und jetzt haben wir nochmal richtig hoch gepusht. Wir halten das noch ein bisschen im Rennen, damit wir noch ein bisschen Geld verdienen. Wir können maximal 5 Updates machen. Die laufen leider auch komplett auf unsere Kosten. So, Produktionsauftrag, das Ding drücken wir durch. Was haben wir denn hier dabei? Ist da noch ein interessantes Spiel dabei? Und was da ein interessantes Spiel dabei ist? Sollten wir nehmen. Dr. Bats Labor 2. Soll in 4 Wochen kommen. Gleiche Regeln. Das gibt einen 73er Titel. Damit haben wir unser 5. Spiel veröffentlicht. Jetzt haben wir die 3. Plattform zur Verfügung. Aber das war nicht gut, glaube ich. Ich unternehme alles, dass wir hier einen einigermaßen stabilen Abverkauf noch hinkriegen. Oh Scheiße, wir verkacken. Ich kann es nicht produzieren, weil wir hier noch in der Produktion drin hängen. Produktion. 350.000. Wir haben keine 350.000. Ich muss einen sauren Apfel beißen. Bank. Wir brauchen schnell eine Lösung. ...5000 bestellt. Das ist aber auch gut. So, Spieleentwicklung... Update. Let's go. Wird schon ein bisschen enger für eine Person. So, jetzt aber schnell. Wir releasen ein Spiel und haben keine Produktion am Laufen. Das ist natürlich... Das ist erschreckend. Ist das... Wir gehen dafür auch mit dem Spiel auf die Messe, damit die Leute wissen, dass es jetzt erhältlich ist. Beschert uns nochmal 3000 Fans. So, jetzt haben wir erstmal abverkauft, was wir schon vorbestellt hatten. Das ist nix. Wir brauchen noch einen guten Programmierer. Komm du mal rüber, du musst mal helfen, dass wir hier die Kurve kriegen, sonst ist das Ding schneller vom Markt genommen, wie wir mit dem Update fertig sind. Habe ich keinen Bock drauf. So, wir wollen zurückzahlen. Wir nehmen ordentlich Kohle ein. Das trifft sich gut. Spiel produzieren.
das hier machen wir nochmal 100.000 nach, so wie sich das verkauft. Bitte, 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 bitte nicht vom Markt nehmen, bitte nicht vom Markt nehmen, bitte nicht vom Markt nehmen, bitte nicht vom Markt nehmen. Oh, danke. Wir versuchen jetzt irgendwie den Abverkauf zu stabilisieren. Das Spiel ist natürlich total verbuggt hier. So, wir kommen ins Plus, ein Wahnsinn. Hier sind wir schon 1,27 Millionen im Plus. Wir haben noch kein Marketing gemacht für keins der Spiele. Strengen uns überhaupt nicht an dafür. Machen keine Werbung, kein gar nichts. Ich glaube, wir könnten mal eine kleine Werbekampagne starten für das Spiel hier. Boah, das gibt eine Hardcore-Nummer. Wir kratzen damit so auf Null herum. Personal einstellen, Büroarbeit, das trifft sich gut. Einstellen. Einstellen. So, ich versuche alles damit. Na. Ach, The Red Hole. Okay, gut. 1,34 Millionen damit verdient. Passt, will ich nicht drüber klagen. So, Kredit zurückzahlen. Das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. Hart am Limit kriegen wir da die Kurve. Boah. Kurz bevor alles fertig ist, nehmen sie es uns vom Markt. Das ist doch ein schlechter Witz. Komm, brech ab den Mist. Das wurmt mich. Verlust immer ein paar Spiele, um die Fans zu beruhigen. Wir machen mal ein paar Aufträge, wir müssen Geld verdienen. Falsch. Der Titel ist nix. Wo sind wir denn zu Hause? Ich bin ganz verwirrt. So, ich glaube, wir machen es mal so. Was hat der für Probleme? Ja, beschweren sich über Atmosphäre. Ein paar Pflanzen sollen wir aufstellen. Die haben aber auch Sonderwünsche hier. Pflanzen sollen wir aufstellen. Stellen wir mal ein paar Pflanzen auf. So, genug Pflanzen, genug Grünzeug. Wir haben auch keine Heizung, sehe ich gerade. Da gibt es bestimmt irgendwann Mecker, dass denen zu kalt ist. So, Produktionsauftrag. Wir machen den, wir machen den. Wir müssen an Geld kommen. Das war natürlich Hardcore-Nummer, die wir da gerade gefahren haben. Also 75.000 mit einem 73er-Titel ist ein bisschen mau. So, Zweitvermarktung, Budgetspieler. Alle, die wir jemals rausgebracht haben, können wir jetzt natürlich nochmal zweitvermarkten. Die Firma gehört ja uns. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Mit Bruno. Wir produzieren da eine Kleinstmenge. Eine, wo wir kaum merken, dass wir sie da haben. Ja, wir verkaufen genauso viel. Ohne Witz. Ja, ich habe für die Firma gearbeitet, die das Spiel damals rausgebracht hat. Die haben auch nicht mehr verkauft. Darf man gar nicht laut sagen. So, Zweitvermarktung, Budgetspiel. Hospital Tycoon. Das war, glaube ich, ein ganz guter Titel. Den können wir durchaus ein bisschen wirksamer
auflegen. Ja, sag ich ja. Da geht was, da geht was. Im Gegensatz zu dem hier, hier geht was. Geld verdienen ist angesagt. Wir müssen alles nutzen, was wir nutzen können. Alter Schwede. Wir haben ja aber auch noch Forschungen offen ohne Ende. Kinder, Mafia, Mafia. Wir haben doch Gangster, oder? Wir haben doch Gangster. Müssen wir auch noch Mafia erforschen, unglaublich. So, Produktionsauftrag. Dann hauen wir die 200.000 Stück da durch. Mit Mono, mit Minus. Macht aber nichts. Wir verdienen mit dem unser Geld. Und wenn es so ist. So, die anderen Spiele muss ich übrigens nicht mehr verkaufen. Oh, Engine wird lizenziert. Echt, die lizenziert noch einer. Wir haben so viele Neuerungen, die noch nicht drin sind. Und es gibt echt Leute, die lizenzieren die Engine. Nicht ganz mitgekriegt, dass sich da was getan hatte. So, gibt es noch einen Mitarbeiter? Wir suchen noch einen Mitarbeiter zum Bereich Programmierung, der was kann. Wo stelle ich jetzt die schwarze Couch hin? Die kann ich nirgends aufstellen. Wieso kann ich die nirgends aufstellen? Ist das ein Bug? Oder brauche ich einen Aufenthaltsraum für diese Couch? Ja, dann kommen wir leider nicht ins Geschäft, Kumpel. Tut mir leid. Da muss ich einen nehmen, der grottenschlecht ist. Und der muss sich dann halt bei uns während der Arbeit ausbilden. Können wir jetzt auch nicht halten. Ist halt so. So. Engine programmieren. Alte Engine updaten. Alle neuen Features rein. What the fuck? Was haben wir denn verlangt bis jetzt? Bei 18 Features können wir schon mal 30% nehmen, oder? So, müssen wir auch mal gucken. Das ist aber auch schlecht organisiert hier. So, Engines. Die sind schon alle viel weiter. Mit 18 Features nehmen die schon 36%. Dann nehmen wir locker 30. Können wir sogar 35 nehmen. Das ist die falsche. Ach, die ist noch in Entwicklung. Die haben wir noch nicht. Kann ich da auch noch nichts ändern. Schlechtes Spiel wollen wir nicht. Hospital-Tycoon dreht sich eigentlich ganz gut. Sie verkauft sich hier wie geschnitten Brot. Der ging auch. Den legen wir neu auf. Gleiches Spiel. Wir produzieren vom FUBA-Manager. Der ging ja wie gar nichts. 50.000. Schaffen wir das oder gehen wir dran pleite? Ne, nehmen wir nicht teil, haben wir kein Geld für. Aber guckt euch das an hier. 3.000 Stück. Zweitvermarktung. Mit Zweitvermarktung verdienen wir jetzt Geld. Unsere Engine ist gerade raus. Das ist auch super. Das wird, wir kriegen die Kurve. So, Nachfolger entwickeln. Und weil der gerade raus ist und weil er so schön ging, machen wir von Hospital Tycoon eine Neuauflage. Hospital Tycoon 2, Wirtschaftssimulation, Denkspiel, Engine, unsere neue. Dazu brauchen wir allerdings ein B+ Minimum. Das könnte finanziell knapp werden. Wir bringen das nur mal für den PC raus. Wir können uns sonst nichts leisten.
Wir hätten gerne die Einstellung vom FUBA-Manager. Das war nämlich auch eine Wirtschaftssimulation. Das wird schon passen. Das hat er rausklabustert, dass das wohl irgendwie stimmen mag. Die Einstellung kopieren wir. Gehen hier 1, 2, 3 Schritte zurück, weil das nicht ganz korrekt ist. Die Einstellung übernehmen wir. Gehen dann hier weiter. Nehmen noch ein Feature raus. Die Frage ist was? Ich würde sagen, Mehrspieler Splitscreen brauchen wir nicht. Ist überbewertet. Für ein Hospital Tycoon. Und jetzt brauchen wir Geld von der Bank. Wieder mal. Und dann kann es losgehen. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir einen hier abziehen. Wo haben wir den Nick frei? Hallo, Nick frei. Ich würde den gerne aufnehmen. Personal. Nick frei. Selektieren. Hier rübersetzen. Gameplay verbessern. Das war das Erste, was er macht. 300.000. Mit einer Zweitvermarktung. Muss man erstmal schaffen. So, Produktionsaufträge. Falsch. Spiel produzieren. Der hier wird uns langsam knapp. Können wir nochmal ein paar nachlegen, würde ich sagen. Ach, machen wir es gleich richtig. Dem können wir nebenher nochmal eine Million verdienen. Ja, da kriegen wir von der Engine Geld. Warum sind die denn schon wieder schlecht gelaunt? Beschweren sie über das Klima. Ventilatoren sollen wir aufhängen. Die gehen mal auf den Zeiger mit ihren 1000 Wünschen, die sie immer haben. So, dann haben wir noch einen Produktionsauftrag. Kommt bestimmt auch bald die Forderung, dass sie gerne Mülleimer hätten. Jetzt bricht der Abverkauf ein, wo wir nochmal nachproduziert haben. Das ist ein Witz, oder? Das machen die absichtlich. So, und dann können wir hier mal Bugs entfernen. Und die Produktion läuft. Das ist sehr schön, das sehen wir gern. Geld haben wir auch schon gut verdient. Über die Zweitvermarktung von irgendwelchen Spielen, da haben wir 691.000 verdient. Produktionskosten. Ist halt so ein kleines Problem. So, Zweitvermarktung. Davon haben wir ja sogar noch welche. Können wir sozusagen instant releasen. Ohne Anleitung, weil ich würde ganz Maximum rausholen. Tja, ich produziere da aber keine nach, könnt ihr vergessen. Wenn das Ding leer gelaufen ist, dann ist leer gelaufen. Wobei, so wie sich das dreht, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. So wie sich das dreht, jetzt mal ohne Witz. Mal 50.000 nachlegen. So, jetzt machen wir noch schnell den. Wir entwickeln schön, wir entwickeln schnell. Neue Forschung, Level Editor, das kommt jetzt. Super. Ich bin begeistert. Der kann mal Forschung machen, bevor er hier nur... Boah! Kommt das ganze Zeug her? So, 300.000. Alter Schwede, Produktionsauftrag will ich nicht. Ich gehe mal ins falsche, ich gehe immer an den falschen Reiter. Der hat nur noch 6.000 und keine Ahnung, warum ich das so gut verkauft. Wir gehen mit einem kleinen Messestand und bewerben unser neues Spiel auf der Messe.
kriegen damit 4400 neue Fans. So, was haben wir hier? Ist nix. Obwohl. Ich drück's weg. Ist nix. Aber nichtsdestotrotz wird bei mir die Zeit langsam ein bisschen knapp. Ich mach mal Schluss. Hier geht's in der nächsten Folge weiter. Wir haben 1,38 Millionen auf dem Konto. Ich zahle mal schnell gerade meinen Kredit zurück. 800.000 haben wir übrig. Das ist schon mal eine gute Summe. Wir haben 20.000 Fans. Wir verkaufen gerade in der Zweitvermarktung mehr Spiele als vorher. In der Normalvermarktung. Soll mich nicht stören. Wir verdienen jetzt auch noch gut Geld, nämlich 585.000. Keine Ahnung, wie wir auf die Summe kommen, aber scheint zu passen. Ja, so circa 5 Euro pro Spiel gehören ja uns. Hospital Tycoon 2 ist kurz davor fertiggestellt zu werden. 80% haben wir schon. Wir forschen parallel dazu den Mehrspieler-Modus per LAN und haben natürlich die Bugs unter Kontrolle. Wir werden das Spiel als erstes Spiel komplett selbst vermarkten. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da Umsatz mitschieben. Lasst euch das nicht entgehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Nick Frei zockt Mad Games Tycoon. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.